sondern. Und das Labor hat er daraufhin zurückgeschrieben, kann man schon lesen, den Fund, dass das halt eben in letzter Konsequenz dazu führt, dass es zu einer TH2-Verschiebung kommt, dass also das Immunsystem in einer TH2-Verschiebung darauf antwortet und dass das halt eben die Allergieneigung begünstigt und in letzter Konsequenz auch die Tumorbildung fördert. So, das muss man schon in der Zunge zergehen lassen. Also den Laborbefund, ich habe lediglich den Namen weggemacht von den Patienten, ist in ihrer Unterlage. Okay, also so viel mal zu den Zellen. Wobei, einen habe ich noch. Ich erzähle den Patienten immer, es gibt bei den Zahnärzten drei Lager. Es gibt einmal das Lager der reinen Lokalisten. Die sind jeden Zahn als isolierten Patienten und machen alles, um den einen Zahn zu erhalten, ohne zu wissen, was im Restorganismus damit verschält man nicht. So ein Zahnarzt findet einen wurzelbehandelten Zahn toll, weil da kann man drauf rumkauen, der erhalte seinen Zahn. Und so ein Zahnarzt, das ist da drei Wurzelbehandelte, da ist eine Blechbrücke, da ist eine Goldfüllung, da muss noch ein bisschen Amalgam, aber das macht alles nichts. Hauptsache es klappert. So ein Zahnarzt ist eine biologische Katastrophe. Dann gibt es das mittlere Lager. Das mittlere Lager kennt die Probleme. Das mittlere Lager traut sich aber nicht, es geht über die Patienten anzusprechen. Die sind ja nicht doof. Wer sieht, Krebspatient geht im Stuhl, guckt in Notfall, sieht Katastrophe. Die sind ja nicht doof. Der macht eine Wurzelbehandlung, später sind Granulome dran. Ja, warum sind da Granulome dran? Ja, das ist der Abwehrprozess des Immunsystems gegen die Leiche. Dann macht er eine Wurzelspitzenresektion, holt das Granulom raus, dann dauert es anderthalb Jahre, das nächste Granulom dran. Dann zieht er den Zahn doch, hätte er gleich auszuführen. Aber die trauen sich das nicht gegenüber den Patienten anzusprechen. Weil wie viele Patienten müssten der jetzt so einen Roman erzählen und wie viele Patienten würden hinterher unterstellen, er würde das Implantat verkaufen. Also wird das mittlere Lager einfach seinen Mund und macht seine Arbeit. Aber wenn der Patient von sich rauskommt und sagt, ich hab da was gehört, und dann lenken die sofort ein. Dann sagen die sofort, ja, das habe ich auch schon gehört, wenn sie wollen, aber Maus ist kein Problem. So. Aber dann müssen die Initiativen vom Patient kommen. Und dann gibt es das dritte Lager. Und das sind dann so richtige Hautwegen, Dr. Schüler Schreier. An die Homepage herzsanierung.de. Der Schüler hält deutschlandweit Vorträge mit dem Titel Terroristen im Körper über kurzgebrannte Zähne. Oder ein Dr. Steckenberg, der hat ein neues Buch geschrieben mit dem Titel An jedem Zahn hängt ein Mensch. Okay. Und jetzt sage ich den Patienten dann immer, ich weiß nicht, wie ihr Zahnarzt eingestellt ist. Sprechen Sie ihn halt drauf an, wenn Sie sehen, wie er reagiert. Wenn der sagt, alles Quatsch, erstes Lager, brauchen wir mal einen Zahnarzt. Wenn er einlenkt, alles klar, mittleres Lager, dann bleiben, warten. Wenn es der vom dritten Lager wäre, dann hätten sie schon längst keine Leichen mehr im Mund. Und ich habe lieber Lücke im Mund als Leichen. Okay, diese drei Lager sind halt wichtig, dass man das dem Patienten erklärt. Weil ansonsten geht der Patient zum Zahnarzt und sagt, ich habe gehört, wo die Zähne sind schlecht und müssen raus. Und dann sagt der Zahnarzt, Quatsch, ist der eigentlich von Seiten Zahnarzt, toll, das ist so kaum. Und jetzt sitzt der Patient zwischen zwei Stühlen und weiß halt, wie man glauben soll. Nur wenn ich vorher die drei Lager erkläre, dann habe ich den Patienten immer auf meiner Seite. Das ist der kleine Vorteil. Okay, chronische Mandelentzündung. Wir hatten in der Riedberg-Klinik einen Fall gehabt von einer Frau, Primärtumor, Metastasen, chronisch vereiterten Mandel und erhöhten Ruhepuls. Da haben sie die Mandel rausoperiert, innerhalb von einem Tag bei der Ruhepuls da, wo er hingehört. Und in den Wochen danach konnte man dabei zusehen, wie sich Primärtumoren mit das Rasen in Duft aufgelöst haben. Nur durch die Entfernung veralteter Mandeln. Das heißt also, das war eine Baustelle, an der sich das Immunsystem zu Tode lief. Und kaum hat man diesen Herd entfernt, siehe da, konnte sich der Körper offensichtlich neu wandeln. Und auf einmal war genügend Power da, um halt gegen den Tumor vorzugehen. Sonstige Herde. Jeder Entzündungsherd ist ein Immunräuber. Jeder Entzündungsherd ist aber auch ein Vitalstoffräuber. Weil in jedem Entzündungsherd werden 150% mehr freie Radikale freigesetzt als in gesunden Gewebe.
Immer wenn Leute Hochwiegelgranulose zerfallen, wenn die irgendwo was phagozytieren, die fressen sich zu Tode, die zerfallen da dran, ja, dann setzen die Lysozyme frei, dann setzen die freie Radikale frei. Diese freien Radikale, die Lysozyme, können umliegendes Gewebe wieder schädigen. Und somit kann dann auch eine Entzündung ausufern. Nur wenn ich jetzt an der Stelle genügend Antioxidantien habe, ja, dann verhindere ich dann eben, dass dieser Prozess ausufert. Ja. Deswegen ist es generell wichtig bei inflammatorischen Prozessen, dass der Vitalstoffhaushalt stimmt. Ja. Und Resttoxikosen. Resttoxikosen sind bakterielle Giftstoffe, die der Körper einlagert, wenn der bakterielle Infektion ohne Fieberbeteiligung arbeiten muss. Fieber ist eine gesunde Abwehrreaktion meines Organismus. Über Fieber freue ich mich, wenn ich Fieber habe. Und Fieber unterdrückt man höchstens dann, wenn es lebensbedrohend ist, aber keine Sekunde vorher. Ja? Viele Krebspatienten erzählen, dass sie entweder ihr Leben lang oder schon seit vielen, vielen Jahren ein Fieberberg gehabt haben. Eine sehr schöne zentrale Gemeinsamkeit. Und Dr. Alfons Meyer, Wiesbaden, der gibt seinen Patienten eine Fieberkurve mit nach Hause. Das heißt also, Montag bis Sonntag misst der Patient zweimal am Tag die Körpertemperatur. Und das aber nicht mit einem Digitalthermometer, sondern mit einem Quecksilber- oder Alkoholthermometer. Weil die Digitalthermometer sind so ungenau wie die Nacht. Ja? Also axillar mit im Mund, mit einem stinknormalen Quecksilber-Thermometer im Mund, das wäre uns beispielsweise so möglich. Ja, das Problem ist, dass unser altes Thermometer von früher, ja, es hat eine gewisse Zeit gebraucht, bis sich die Flüssigkeit ausgedehnt hat und bis es dann sein Endergebnis angezeigt hat. Und wenn ich jetzt so ein Thermometer im Mund habe, dann rutscht es mal dahin, rutscht es mal dahin, rutscht es mal dahin, dann macht man das so mehr oder weniger die Querschnittstemperatur. Wohingegen die Digitalthermometer, die messen innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde die Temperatur, die an der Elektrode anliegt. Und wenn das Thermometer mal unter der Zunge ist, mal über der Zunge ist oder am Zahn anliegt, dann ist schon automatisch die Temperaturschwankungen und die es geht. Ja? Und deswegen brauchen wir ein ständiges Thermometer. Ja? Ich gehe zum Kaufen, ist kein Problem. Ja? Ich habe vielleicht immer eine Praxis, also ich gebe auch die Temperaturkurve mit und ich gebe dann immer auch Thermometer mit. Ja? Und dann soll das die Patienten halt machen. So. Wie hieß noch ein der Arzt? Dr. Alfons Meyer. Absolut empfehlenswert. Ja. Auch mit diesem Krankheit. Wieder gefüllt, ne? Früher noch. Die klassischen anständigen Thermometer. Genau. Und jetzt soll der Patient also zweimal am Tag in diese Fieberkurve eintragen. Ja? Morgens und abends? Morgens und abends, exakt. Ja? Und normalerweise, wenn die Welt in Ordnung wäre, dann schwankt die Körpertemperatur um 0,2, 0,3 Grad. Ja, da gibt es so eine Zickzacklinie. Und bei Krebspatienten haben wir eine durchgehende glatte Linie. Da schwankt nichts mehr. So, jetzt die große Frage, warum? Weil Monozyten zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedlich aktiv sind. Und immer wenn Monozyten aktiv sind, setzen die spezifische Interleukine frei. Und diese Interleukine reizen das Temperaturzentrum im Gehirn. Das heißt also, je nachdem, wie gerade mein Immunsystem aktiv ist, schwankt auch automatisch meine Körpertemperatur mit. Und das wäre physiologisch, das ist normal. Nur bei den Krebspatienten haben wir halt ein dahinterliegendes Immunsystem. Ja? Und deswegen triggert es da keiner mehr. Ja? Da ist keine Ansteuerung mehr da. Ja? Und deswegen läuft er dann quasi auf Sparflamme, auf Stadtgas. Also nochmal, wir haben eine durchgehende glatte Linie, ja. Ja, das wäre schlecht. Und gut wäre, wenn das Ganze halt 0,2, 0,3 Grad schwankt. Ja. Und die Monozyten, die sind zu unterschiedlichen Uhrzeiten unterschiedlich aktiv. Und die setzen die Botenstoffe frei, die das Temperaturzentrum im Gehirn reizt. Ja, und die dann diese Temperaturverschiebungen hervorrufen. Okay. Okay. Ja, Dysbakterie. Ja, da habe ich schon 2004 für Tissot Vorträge gehalten zum Thema der gesunde Darm. Ja, das war damals die noch Proenzym mit 12 Bakterienstämmen, ja, mittlerweile hat es keine 30 drin. Ja. Und ich denke, Darm, da muss ich wahrscheinlich nicht allzu viel zu erzählen. Ja. Wenn man eine Schuluntersuchung
Da gucken wir also, was für Bakterien kommen davor, was machen die Entzündungsmarker. Ja? Also Alpha-1-Antitrypsin, Calprotectin, M2 DK aus dem Stuhl, das ist sicher auch interessant, dass man das bestimmt. Die Verdauungsrückstände, Pankreaselastase, ja? Das sind immer so ein paar Dinge, die mir jetzt im Anhieb einfallen. Ne? Und dann haben wir einen ausführlichen Stuhlbefund. Und wenn wir den Darmantrieb sanieren wollen, braucht man natürlich auch zwingend dazu, ja, einen Pro-Immunen-Test, sondern das heißt gerade zwingend. Ja? Denn wenn der Patient permanent die falschen Sachen isst, und die Wahrscheinlichkeit ist halt eben recht groß. Ja? Denn eine gereizte Darmschleimhaut, 10 mm unterhalb der Dünndarmschleimhaut, sitzt 80% des gesamten Immunsystems. Jede 10. Dünndarmzelle ist eine lymphatische Zelle und hat direkten Anschluss ans Immunsystem. Die obere Schicht der Dünndarmschleimhaut wird nur energischen Stoffwechsel, Endprodukte physiologischer Bakterien. Fehlen mir physiologische Bakterien, wird automatisch die obere Schleimhautschicht nicht geschaltet werden. Ja? So. Und das reizt jetzt dieses darmassoziierte Immunsystem. Und wenn jetzt permanent eine und dieselbe Substanz auf diese Schleimhaut kommt, wenn da permanent rund um die Uhr Gluten kommt, weil es morgens Brötchen, mittags Nudeln, abends Pizza gibt, ja, dann reizt das automatisch dieses Immunsystem. Und dann wird es nur eine Frage der Zeit sein, wann dieses Immunsystem Antikörper gegen Gluten entwickelt. Es wird nur eine Frage der Zeit sein. Ja. Und wenn der Patient jetzt weiterhin das Gluten zuführt, dann hat er durch das Gluten eine permanente Entzündung auf dieser Schleimhaut. Und dann kann ich natürlich so viele Bakterienpräparate einnehmen, wie ich lustig bin. Ja? Weil die Bakterien brauchen eine gesunde Schleimhaut, damit die sich daran siedeln können. Aber eine gesunde Schleimhaut braucht auch wieder die Bakterien. Ja? So. Also das ist schon so ein bisschen ein Teufelskreis und den muss ich halt durchbrechen, indem ich halt eben die Nahrung so umstelle, dass derjenige nur noch die Dinge konsumiert, die ohne größeren immunologischen Aufwand verstoffwechselt werden können. Ja? Jetzt kommt der Darm zur Ruhe und jetzt kann ich auch anständige Darmsanierung machen. Ja? Und immerhin sitzt da auch das Verhältnis TH1, TH2-Helferzellen, ja? Hat ja auch zu tun mit der Dünndarmschleimhaut. Ja? Und ein Absinken der TH1-Helferzellen, das ist automatisch weniger O-Gas. Und der O-Gas wird unter anderem auch zu Tumorabwehr gebraucht. Fehlernährung. Ja, alles, was von 5 am Tag abweicht, ist eine Fehlernährung. Ja? Also 1,4% unserer Bevölkerung ernährt sich richtig. Und jetzt im Falle von Krebs haben wir natürlich dann auch so die Situation, dass jetzt halt Krebszellen in ihrem Stoffwechsel 39 mal mehr Kohlenhydrate verstoffwechseln als gesunde Körperzellen. Ja? Das heißt also, wen füttere ich mit Zucker zuerst? Ja? Ganz klar. Ne? Also müssen wir dementsprechend die Ernährung auch da anpassen. Chemische Umwelteinflüsse. Klar, das ist wieder mein Friseur, mein Lackierer. Ja? Physikalische Umwelteinflüsse. Ja, da haben wir ein schönes Beispiel vorgesehen mit den B-Lagen. Ja, also, das ist schon ein Problem. Ja, okay? Wenn der Nachweis mit den Dunkelfällen ist, hat er so schön. Ne? Seelische Einflüsse. Bei seelischen Einflüssen konnte man der Welt der Wunder RTL2 vor einiger Zeit so schön hören, dass ein 10-minütiger Ehestreit die dreifache Tagesdosis an Vitamin C verbraucht. Ja, und so. Ja, so. Und jetzt kann ich mir nicht vorstellen, dass alle anderen Mineralstoffe, Spurenelemente, Vitamine sind auf mehr 20% und nur 10 Krach rein. Das wird es dann geben. Das heißt, wenn es Krach, Krach zum Teil davon. Und wenn schon 10 Minuten Ehestreit dreifache Tagesdosis hinter WC rauben sollen, was macht dann Mobbing auf der Arbeit? Ja? Also was sind das dann für exorbitante Räuber an Vitalstoffen, ja, wenn ich einen Haufen Stress habe jeden Tag? Ja? Und jetzt ist es nie ein Faktor alleine. Es ist die Summation der Faktoren, auf die es ankommt. Ich habe ja auch schon öfters Zahnärzte bei mir gehabt, zur Dunkelfeldschulung. Und das Lustige ist, wenn so ein Zahnarzt alleine vor mir sitzt und ich erkläre ihm das aus dem Wissensbuch, und dann sagt er zu mir, naja, aus der Perspektive haben Sie schon recht. Ja, so, ja, das heißt, dann kann das nur einmal. Ja? Und ja, aber da gibt es dann manchmal so das Argument, ja, ein toter Zahn muss doch ein gesunder Organismus abhaben können. Ja, ist aber schon völlig recht, Kirchen, völlig recht. Ein toter Zahn, ein gesunder Organismus, logisch, nicht so. Das heißt also, wenn das hier alles perfekt ist, ja, dann macht von mir das ein toter Zahn reicht nicht. Ja, so. Aber den möchte ich mal sehen, bei dem das alles perfekt ist. Ja? Also, wie sieht die normale Situation aus?
zwei, drei Wurzeln behandelte Zähne, daraus resultieren chronische Mandelreizungen, ja, dann tut hier und da was weh, dann haben wir seit Jahren kein Fieber mehr gehabt, dann haben wir Belegungen, wechselnde Stuhlqualität, Durchfälle, ernähren uns in der Mittagspause von der Kantine, dann sind wir, wenn es geht, noch schön die Hand, weil Firma merkt oder sowas und dann einmal geht. Ja, das ist die typische Konstellation. Ja. Und das wird dann im Verbund mutativ, toxisch, sensibilisierend über das Nervensystem und verstärkt sich dementsprechend gegenseitig. Und so rufen die Erstschäden, der Darmschaden, der tote Zahn, so rufen diese Erstschäden Zweitschäden im Organismus hervor. Das heißt also, die Zelle wird in Mitleidenschaft gezogen. Und dann sehen wir dann hier hinten, Unfähigkeit zur Erhobung und Zweiverwertung. Ja, wo sitzt diese Unfähigkeit zur Erhobung und Zweiverwertung? Das ist die Mesoantropathie. Logisch. Das vegetative Nervensystem wird in Mitleidenschaft gezogen. Und damit hat eben auch anhängende Organe wie Schilddrüse, Nebenschilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Nebennieren, Eindrüse. Und da sind wir wieder bei dem Thema Schilddrüse, was ich vorhin schon mal angesprochen hatte. Ja? Dass fast alle Krebspatienten Schilddrüsenknoten haben. Auch wieder eine interessante Gemeinsamkeit. Ja? Und die Schilddrüse steuert die Mitochondrien. Ja? Also muss ich zusehen, ja, dass das hier richtig läuft. Ja? Medikamente sind nicht immer schlecht. Ja? Das heißt also, wenn jemand einen Blutdrucksenker einnimmt, der keinen braucht, dann ist das natürlich ungeschickt. Ja? Oder wenn Medikamente aktiv über Leber und Niere abgebaut werden muss und mir deswegen Niere und Leber belastet, dann sind das natürlich keine sehr sinnvollen Medikamente. Ja, das kann ich nur kurzfristig machen. Klar, kurzfristig geht viel. Langfristig gesehen kriege ich dann wahrscheinlich alle Nebenwirkungen, die bei Patienten bestehen. Ja, also muss ich mir langfristig gesehen ganz was anderes überlegen. Aber Schilddrüsenhormongabe, da führe ich nur das zu, was sowieso im Körper vorkommt. Schilddrüsenhormon muss nicht aktiv über Leber oder Niere abgebaut werden. Ja? Also spricht an sich nichts dagegen, wenn der TSH-Wert dann stimmt, dass man dann halt den L-Thyroxin einnimmt. Ja? Und das muss man halt den Patienten auch so ein bisschen erklären. Wie häufig habe ich das schon gehabt? Ah ja, der Arzt hat gesagt, ich muss Schilddrüsenhormon nehmen. Naja, ich habe nichts gemerkt, wie ich die Tabletten eingenommen habe. Dann habe ich sie jetzt weggelassen, dann nehme ich halt jetzt nicht mehr. Ist vielleicht ein bisschen ungeschickt, ja? Weil es halt eben nicht nur ums Zunehmen geht. Ja, das Darmmilieu wird in Mitleidenschaft gezogen. Darmschleimhaut, Darmflora, Resorption, Entgiftung. Und da hinten steht dann ganz am Ende endogene Autointoxikation. Das heißt, da ist mit anderen Worten Vergiftung von innen heraus. Und die Grundfolie, die ist jetzt gezeichnet, sagt hier, ja? Also die erste Folie dann von, ja? Die stammte von 1954. Das muss nicht mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? So lange ist das alles schon. Ja? Das kann es nicht sonst. Ja, Leber wird in Mitleidenschaft gezogen, Entgiftungsleistung vermindert, ja? Ausscheidungsorgane werden in Mitleidenschaft gezogen, Darm, Haut, Niere, Uterus und übrige Schleimhäute. Ja? Ausscheidungsleistung vermindert und das Immunsystem wird in Mitleidenschaft gezogen. Ja? Das heißt, Abwehrleistung vermindert und fehlerhaft, Entgiftungsleistung vermindert, Überlastung des Zellzwischenraums. Es kommt also zu einer Störung der Kanalisation, der Entgiftung und Ausscheidung. An dieser Stelle legen viele Patienten gerne Zysten an. Zysten gelten in der Naturerkunde seit Jahrhunderten als Dreckdepots, die der Körper dann anlegt, wo er seinen größten Schwachpunkt hat. Zysten legt der Körper dann an, wenn Leber, Niere, Darm gleichzeitig ein Problem haben. Dann haben wir eine Anlegung von Dreckdepots. Ja, dann muss er gucken, was er damit macht. Und das ist auch der Grund, wieso ich, ja, wenn ich Zysten rausoperiere, wieso die dann eben auch gerne wiederkommen. Wenn ich den Körper das Dreckdepot wegnehme, dann legt er wieder Neues an. Ja, das ist so top eindruckend. Und viele Krebskranke haben rund 10 Jahre vor Diagnose Krebszysten im Körper. Und deswegen gilt Zysten als Warnsignale für eine gestörte Ausscheidung.
Manchmal, wenn man Leber jeden Tag verbessert, kann es auch sein, dass Zysten dann wieder verschwinden. Die Schulmedizin weiß das. Die Schulmedizin weiß, Zysten können größer werden, Zysten können dann wieder verschwinden. Deswegen heißt es halt, Zysten muss man beobachten. Umgekehrt kriegen dann die Patienten aber erzählt, Zysten sind mal geboren. Ich habe noch nie gehört, dass ein Baby beim ersten Ultraschall der Niere, ja, wird ja immer geschaut, geguckt, ne, dass man Zysten findet bei Babys. Ne, gibt es halt. Ne, im Alltag haben wir Zysten in der Niere. Ne, das wird Zysten angeboren sein. Ne, schon lustig. Ja, und so hatte ich da beispielsweise einen Patienten, der kam zu mir und hat mir dann erzählt, schau da, 4 cm großes Ding in der Leber. Wenn das Krebs ist, bin ich morgen tot. Aber später kam er wieder, ist nur eine Zyste. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Zysten sind Warnsignale. Ich will was tun. Da hat es halt gesagt, ist nichts Schlimmes. Also weiterhin hier Schnaps, Fleisch, voilà. Ja, 8 Jahre später, wenn das passiert ist, Prostatakarzinom, tot. Hätte man vielleicht früher schon mal genauer geguckt, was in diesem Organismus halt nicht stimmt. Nun gut. Und so kommt es dann halt nach und nach zu einem Tumormilieu mit Abwehrschwäche. Und da haben wir hier stehen zelluläre Azidose, Blutalkalose. Ja? Das heißt also, der Säure-Basen-Haushalt gibt. Dann haben wir hier stehen Verlangsamung der Blutzuckerregulation. Ja, so Diabetes Typ 2 hat ja dieselbe Mitochondriopathie als Ursache wie der Krebs. Deswegen kommen ja beide Erkrankungen auch gerne in Vergesellschaften vor. Und wenn ich jetzt da einen Diabetiker habe, der dann mit einem Blutzuckerlangzeitwert von 8 durch die Gegend läuft, dann würde ich sagen, wenn der permanent